Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Und heute schauen wir mal auf meine kleinen Server, die ich begleite, W58 und W59 rein, wo ich ja das Projekt immer noch so habe, dass ich die Gilden unterstützen möchte. Hier auf dem Druiden hatte ich ja einen kleinen Level-Push hingelegt und habe jetzt eine gute Stufe, damit ich gutes Gold verdienen kann für die Gilde. Und werde jetzt dementsprechend ein bisschen die Ausbauten der Gilde auch pushen, ja, damit die dann auch ein bisschen mehr davon haben. Das war ja immer meine Aufgabe gewesen. Ich wollte eigentlich in die Taverne, aber da muss ich nochmal kurz neu laden. Ja, das machen wir ja auf W58 und auf W59 schauen wir dann nachher auch mal gleich rein. Momentan schauen wir mal nach, haben wir einen Lehrmeister von 86, achso, hätte ich auch auf der Quest bleiben können. Und genau, Lehrmeister und einmal Goldschatz, auch 86. Da werden wir mal schauen, wie wir das jetzt danach für die Gilde hier pushen können, wie weit wir kommen. Ne? Ich habe ja gesagt, durch mein Sponsoring möchte ich die Gilden ein bisschen unterstützen und dementsprechend muss ich dann immer auch ein paar Tage warten, damit wir auch ein bisschen Pilze zusammenbekommen, damit wir die Ausbauten auch ja, dementsprechend pushen können. Ja, hier stehen ja die Ausbauten eh nochmal. Und die werde ich jetzt gleichmäßig halt hochziehen. Früher war ja Gold das Problem gewesen. Jetzt waren es lange Zeit eben die, ja, die Pilze gewesen. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen was für die Gilde übernehmen, falls mich das Spiel lässt. Ja, wir haben ja hier schon ein paar gute Ausbauten. Wir haben jetzt 50, 41. Ne? Die anderen sind noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen abgeschlagen von den Ausbauten. Aber die Gilde ist ja auch wirklich nicht darauf ausgelegt, dass das hier eine Hardcore-Pilzer-Gilde wird, sondern ich möchte halt denen Gefallen tun, die mit mir damals den Serverstart durchlebt haben. Ja, an Jaden, der jetzt hier halt diese Gilde hier übernommen hat und die hier noch weiterhin drin spielen. Ich glaube, hier kann halt fast jeder joinen auf dem Server. Dass die dann halt eben von einer gut ausgebauten Gilde profitieren können und somit halt eben von maximal Boni. Das geht halt aber eben nur, wenn halt entweder jeder 10 Zehner Ausbauten hat, also alle 50 Mitglieder, ja, oder halt eben einer alles übernimmt. Und derjenige bin ich jetzt eben an der Stelle. Und ja, dafür brauchten wir halt ein gutes Level, damit wir hier halt die das Gold übernehmen können. Aber wie gesagt, Gold ist ja jetzt absolut gar kein Problem mehr und dementsprechend werden jetzt halt hier eben die Pilze investiert und damit die hier fehlen in der Gilde und die nicht die Ausbauten am Start haben, ja, wird das halt hier eben ausgeglichen. Ne? So, und da haben wir schon einen Lehrmeister von 100. Ja, das ist ja schon mal ganz ansehnlich. Wir werden mal gucken, ob wir jetzt noch den Goldschatz auf 100 kriegen können und danach werden wir noch Lehrmeister ein bisschen weiter pushen, weil Lehrmeister immer sehr wichtig. Ne? Und generell kann man aus den Gildenausbauten kann man so viel rausholen. Es ist ja wirklich unglaublich, wie viel das eigentlich bringt. Ne, überlegt euch mal, das sind 200% jeweils, die man erreichen kann. Jeder einzelne Spieler aus der Gilde, das ist extrem, extrem krass. Und gut, da haben wir jetzt das Gold, da haben wir jetzt Goldproblem. Da werden wir mal kurz, oh nice, da werden wir mal kurz ein bisschen Gold farmen. Ja, wir werden mal kurz Glücksrad machen, weil da kommt auch immer sehr viel Gold zusammen. Ja, und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie viel eigentlich so die Gildenausbauten wert sind, carried das halt schon ordentlich rein. Ne? Und das, da möchte ich halt die Leute auf jeden Fall hier noch weitestgehend unterstützen, was das angeht. Ja, weil überlegt euch das mal, ne? Wenn ihr euer Sammelalbum eines Tages mal voll haben solltet, ne, auf 100%, dann sind das gerade mal 100%. Das heißt, das sind zwei Sammelalben, die alleine die Gildenausbauten carryen. Und das halt eben nicht nur wie im Sammelalbum auf Erfahrung, sondern halt eben auch noch im Bereich Gold. Ne? Und das ist schon, schon ganz schön heftig. Mensch, was bekommen wir denn alles hier? Ja. So viele Eier, die wir hier finden, ist ja schon wieder Ostern oder was? Ja, und auf, das ist W58 halt hier und auf W59 habe ich das gleiche vor. Ne? Da möchte ich halt eben das gleiche bewirken für die Gilde dort. Da bin ich halt aber eben random eingestiegen und wollte halt aber eben mit dem Sponsoring, was ich halt auch dort auf dem Server habe, eben dementsprechend
auch der Gilde, in der ich bin, was Gutes tun. So, man muss ja die Accounts nicht verschimmeln lassen. Ne? Das denk ich mir so. Und es wäre ja auch wirklich schade drum um das Sponsoring. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen schneller vorankommen. Aber ich muss hier so langsam klicken. Okay, jetzt sind wir schon bei über 100%. Das ist schon sehr nice. Da sind wir schon mal auf einem guten Weg. Ja, ich kann leider nicht so schnell klicken, weil er dann anzeigt Fehler im System hier irgendwie. Ja, das ist natürlich schade. Und ja, jetzt sind die Pilze erstmal wieder aufgebraucht. Jetzt müssen wir wieder ein paar Tage warten. Aber so geht das auf jeden Fall weiter bergauf. Wir haben jetzt hier 100, 122er Ausbauten. Ne? Und das wird jetzt die Tage dann dementsprechend noch ein bisschen gefördert werden dann. Ne? Jeweils, wie die Pilze halt immer da sind, da muss ich halt immer ein bisschen drauf warten. Ne? Also passiert jetzt nicht von heute auf morgen das Projekt, aber wir haben schon die Steigerung, denke ich mal, ein bisschen ja, nach vorne gebracht in der Gilde hier. Ne? Ja, auf jeden Fall dazu. Achso, wir haben ja keine Pilze mehr, okay. ja, genau, da werde ich mal hier noch mal schauen, dass wir noch ein bisschen Gold rankriegen. Ja, und machen uns dann bereit. Wenn der nächste Push denn irgendwann ansteht, sag ich mal, ne? Aber jetzt haben wir schon mal erstmal gut gecarried. Ich hoffe mal, die Gilde freut sich darüber. Ne? Und jetzt gehen wir mal noch kurz auf W59. Hier habe ich Gleiches vor. Ne? Hier dauert es aber noch ein bisschen länger. Hier sind wir vom Level noch nicht so weit oben. Dementsprechend haben wir auch noch nicht das Goldeinkommen hier. Da müssen wir noch ein bisschen pushen. Das werden wir auch machen. Ich hatte jetzt kürzlich Stufe 80 erreicht und habe den. Ja, doch, ne, waren. Ich habe den 80er Dungeon Key noch nicht gefunden. Den hätte ich jetzt ganz gerne noch die Folge irgendwie gefunden, dass wir vielleicht noch ein bisschen Dungeon Action haben hier in der Folge. Ich muss mal gucken. Okay, nicht Sammel, Dings, Sanduhren. Haben wir noch ein bisschen was auf Tasche? Das ist nämlich hier auch Hauptproblem auf dem Server. Die Sanduhren, damit ich hier meine Alu in Ruhe questen kann. Huch, oh nee, das wollte ich nicht. Alter, das ist immer ein harter Fail-Click hier. Ja, der 80er Key. Mal schauen, kriegen wir ihn, ist die Frage. Dann könnten wir noch ein bisschen pushen. Das wäre ganz cool. Und noch ein bisschen in den Level weiter vorankommen. Ne? Dass wir hier noch ein bisschen mehr Gold kriegen. Ja, ansonsten hier bin ich in der Gilde Feldkrieger. Hier bin ich jetzt schon auf 16, 17 Ausbauten, also auch natürlich schon über dem Durchschnitt, was das angeht. Aber auch hier möchte ich genauso wie auf dem anderen Server. Ah, da haben wir ihn, nice. Möchte ich halt eben auch noch ein bisschen mehr dazu beitragen. Ne? So, werden wir mal schauen. Kommen wir hier die ersten Etagen weiter, ist die Frage. Ja, was haben wir hier ausgerüstet? Okay, die Adlergestalt. Gucken wir mal, was geht. Ne? 84. Hier müssen wir halt noch ein bisschen Dungeons grinden. So, ne? Aber es geht ja auch relativ schnell. Ihr habt ja gesehen, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man relativ viele Level in relativ kurzer Zeit bewerkstelligen. Und ja, dazu braucht man halt eben Epic Event. Da müssen wir wahrscheinlich auf das nächste Mal noch warten, dass wir dann hier wieder uns ein bisschen neu equippen können. Ne? Ja. Hier sieht es denn schon wieder nicht mehr so strong aus. Was sagt der Gegner hier? Also ansonsten können wir nochmal gucken, ob wir eine neue Waffe eventuell ja, kriegen können, ob sich das lohnt. Aber ich habe auch eine Epic-Waffe gerade am Start. Das wäre halt auch schade drum. Das war aber auch ein knapper Try hier, ne? Ja, hier investiere ich noch halt sonst ein bisschen immer noch in mich selbst halt, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich die Gilde hier ausbaue. Aber auch plus 59 schon. Ja, und ich selbst gar nicht weiter vorankomme. Ne? Ah, was haben wir denn hier? Ja, würde sich schon lohnen, denke ich mal. Wir verzichten zwar auf relativ viele. Achso, ich habe hier auch einen Ausdauerstein drin. Fällt mir gerade auf, das wäre natürlich auch optimaler, wenn wir da ein bisschen mehr Damage noch irgendwie rauskriegen könnten. Boah, die Spanne ist ja absolut Dreck. Ja, das. Ja. Die Spanne ist schon besser, aber nicht wirklich perfekt. Da ich gesehen habe, wir können schon 500 plus hier, ja, genau rauskriegen, wäre das schon cool. 566, Alter, wenn wir so eine Waffe bekommen, dann noch einen Intelligenzstein dazu, na, dann sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir schauen mal. Das wird. Huch, jetzt haben wir eine überblättert.
Das würde sich schon lohnen, wenn wir da den Stepper machen und dann noch einen Intelligenzstein vielleicht reinkriegen. Dann sollten wir hier eigentlich für den nächsten Dungeon gut aufgestellt sein. Nee, 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 die spannen. Okay. Okay, die nehmen wir mit. Ah, die nehmen wir mit. Intelligent. Oh. 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 Der Gral. Ja, der Heilige. Da haben wir den auch am Start. Ja, nice. Ja, das Sammelalbum. Schwieriges Thema. Lass uns nicht weiter drüber diskutieren. Brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Ja, das ist nicht unbedingt das, was man hier weiter ausdiskutieren sollte. So, Intelligenzstein haben wir am Start. Okay, dann ballern wir den rein. Zack, den noch dazu. Bam, boom, haben wir eine Verzauberung am Start? Nö, haben wir nicht. Ja, gucken wir mal. Jetzt haben wir eine deutlich bessere Rechtsrausspanne. Wir haben mehr Damage. Wir haben ein bisschen Ausdauer, Glück eingeboost. Aber mal schauen, was so geht, ne? Sumpfmampfe. Mit ein bisschen Glück könnten wir das schaffen. Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Und dann sind wir auch schon auf einem guten Weg in Richtung Level 100. Ja, und wenn wir hier die nächsten Dungeons klatschen, dann sind wir schon in einer guten Ausgangsposition, um gutes Geld zu verdienen. Auch ein guter Ring am Start. Huch, oh Gott, das wollte ich jetzt nicht. Kriegen wir vielleicht noch einen ganz nicen Edelstein? Ja, groß oder klein macht hier jetzt nicht so den großen Unterschied tatsächlich. Boom. Verkaufen wir einfach mal alles hier. Zack, brauchen wir nicht weiter. Ja, mal schauen, wie sieht es hier aus? Jetzt der nächste Gegner, der Gremlin. Ansonsten gucken wir noch in den nächsten Dungeon gleich nochmal rein. Ja, nö. Okay, der sieht jetzt nicht sehr attraktiv aus. Schauen wir uns mal den Gegner an. Der wollte vorhin schon fast liegen. Den sollten wir eventuell jetzt hinbekommen können mit der neuen Waffe. Und den besseren Damage-Vorteil, der besseren Spanne. Ja. Ja, sehr knappe Tries. Ja, sehr schön, Stufe 88. So will ich das sehen. Neuer Helm am Start. Auch schöne Sache. Schöne Sache. Und dann auch ein neuer Edelstein. Ich glaube, die Edelsteine sind ja auch schon ein bisschen besser geworden. Mal schauen, der nächste Gegner. Wie sieht der aus? Oh, ja, Stufe 89. Sehr schön. Feuerelementar. Mal schauen, was sagst du hier? Der Feuerelementar, willst du vielleicht auch fallen? Intelligenzgegner, ich meine, wir haben eine gute Waffe hier gegen ihn jetzt eigentlich so. Ja, Stufe 90, ja hallo. Und der Schmied freigeschaltet, sehr schön. Ja, hier auch noch ein besseres Item. Das heißt, wir könnten eigentlich gleich den Stein hier rausnehmen. Oder wir holen uns gleich einen neuen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir hier einen, sehr schön. Dann sind wir hier auch schon mal wieder besser aufgestellt. Ja, und dann geht das doch voran hier, Mensch. Ja, dann geht das doch voran. Macht auf jeden Fall Spaß, muss ich mal so sagen. Einfach so ein bisschen unbeschwertes Pilzen, Dungeons kloppen, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Ja, die Gilden behalten mich drinne. Ich mache hier noch nebenbei, sag ich mal, einen guten Zweck, mehr oder weniger, würde ich mal so behaupten. Und ja, das ist einfach cool. Das sind so kleine Projekte, die machen mir sehr viel Spaß. Und ich finde es interessant, auf jeden Fall. Ja, dass man da noch ein bisschen was Gutes anrichten kann, sag ich mal, mit dem Sponsoring. Anstatt es einfach so, ja, wie jeden anderen Account so irgendwie zum Serverstart, ne, zu spielen und dann liegen zu lassen. Genau, das kann man definitiv, wenn mal die Zeit da ist und ja, wenn ich da auch in Zukunft noch Lust drauf habe, kann man das öfter schon mal machen. Ja, nice. Da haben wir den Dungeon auch down. Ja, bekommen hier diese Maske. Aber können wir leider jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen. Deswegen kommt das Ding weg. Vielleicht besiegen wir den noch hier. Den Magma-Gigant. Aber ansonsten haben wir doch erstmal einen ganz guten Push hingelegt, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, gut. Ansonsten heben wir uns den, weiß ich nicht, fürs nächste Mal auf und werde das denn in Zukunft nochmal angreifen. Gut, ja, weiß ich nicht. Machen wir nochmal ein paar Ausbauten können wir nochmal reinmachen. Ne? Lehrmeister immer wichtig.
Und genau, dann geht das Ganze ja auch voran. Gut, das soll es aber erstmal für die heutige Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.